Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Fail The Binding of Isaac. Und ich bin jetzt in The Womb 1 gelandet, schon in der Challenge Spider Boy. Ich werde jetzt mal versuchen, hier durchzukommen. Oh, tut blöd, wenn man die richtigen Tasten nicht gerade genannt hat. Ich habe The Lovers jetzt gerade als Karte, Book of Belay mit einer 9-Volt-Batterie, das heißt zwei Räume, und ich habe das Ding schon wieder. Kann ich wieder benutzen. Spectacle Tears habe ich. Ich habe den Rock zum Damage Up. Und ich habe noch irgendwas Damage abgekriegt. Frag mich jetzt nicht mehr, was das war. Ich versuche jetzt natürlich so schön wie möglich durchzukommen. Ja. Vielleicht sowas nicht zu machen. Komm her. Das lasse ich mir da liegen noch. Genau, ich habe die Karte, deshalb ist die Karte auf direkt. Ich weiß aber leider nicht, wo der Bossraum damit ist. Das muss ich dann nochmal rausfinden. Ein halbes Leben, das ist super. Dann können wir hier ohne große Sorge weiter, und dann haben wir wieder eins abbekommen. Jetzt hole ich mir eben das Herzchen, was da vorne liegt. Ums, dankeschön. Und jetzt hoffe ich, dass da unten der Boss ist und dass sie nicht nur nach rechts laufen muss. Goldene Tour. Gucken wir mal rein. Goat Hoof. Weiß ich immer noch nicht. Oh, oh, ich bin da extra noch reingelaufen. Extra nicht, also ich bin da jetzt noch blöderweise reingelaufen. Los, geht kaputt. Dankeschön. Geld. Bitte sei hier. Ja. Gut, der Boss ist hier. Den können wir dann sofort besiegen. Halbes Herz. Lovers nehme ich mal mit in den Bossraum rein. Und da ist, wer auch immer. Ach du Scheiße, der. Der Typ mit den Sensen. Ist das Krieg gewesen? Ich habe jetzt leider vorgespult gerade. Rüstungsherz. Sie sehen natürlich das Reitding hier. Ja, super. Keep of Meat. Jetzt nehme ich mal die Lovers. So. Und ab in The Womb 2. Ich hoffe, das letzte Level. Natürlich nicht schön, wenn ich noch weiter muss. Bis zum Teufel zum Beispiel. Fände ich jetzt nicht so pralle. Aber müssen wir mal sehen. Vielleicht nur Muttern, vielleicht muss ich bis zu Satan. Kann auch nicht wahr sein, was schreien die denn rum? Mein Gott. Oh, das war knapp. Geheimraum links. Ich könnte natürlich jetzt auch noch diesen Special-Geheimraum suchen, aber das ist eigentlich Blödsinn. Ich habe auch ewig viel Geld, weil es hier unten ja keinen Shop mehr gibt. Also hätte ich dann eigentlich auch alle liegen lassen können. Geht alle kaputt da unten. Geht kaputt. Dankeschön. Pille. Puppet Tea. Hatte ich schon öfters. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Ich soll mich mal ein bisschen im Wiki schlau machen, ne? Teesap. Ja, hier ist der Boss. Superb. Aber hier sind nochmal Augen vor. Das ist nicht so nett. Also nur gucken, wie ich den hier kaputt kriege, ohne mich selbst zu verletzen. So. Nochmal dieser. Genau, ich habe Lucky Foot, deswegen kriege ich so viel cooles Zeug. Book of Belay. Die Augen zerstören. So. Und jetzt Mutter. Schaffen wir. Schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Nicht eher noch. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Hau ab. Dankeschön. Ich habe leider nicht die Tiers, die durch Gegner gehen. Dann wäre das hier perfekt.
uns einfach nur noch hinstellen und müssen nur noch gegen die Mutter ballern. Ach nee, Mist. Kommen die hier noch? Die hatte ich ja auch noch irgendwie erwartet, aber... Dass die noch kommen, das ist super. Aber die verlangsamen geht das ja. Klingt relativ gut. Ich muss sie mir direkt hier vorstehen, damit ich hier auch alle vier Kugeln abkommt. Oh. Ein bisschen weiter weg, sonst trifft die mich hier gleich. Ja, Spider-Bart has been in the basement. Haben wir es geschafft? Kann ich die Truhe nehmen und will dann durch? Ich hoffe mal. Ja. Ein Game by Edmund McMillan. Und da haben wir es geschafft. Die Challenge Nummer 8. Und leider eine kurze Folge. Aber dafür haben wir es ja. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Fail Minecraft. Bis dann, Leute.